Hochberg wird nicht fallen. Gemeinsam stehen wir für den Hochberg. Was führt euch hierher? Mögen die Vorfahren.
Wie geht's euch so? Seid sauber! Ich habe das Richtige für euch. Grüße, Champion. Dieser Krieg wird von... Huln war ein mächtiger Krieger und Ahnherr unseres Stamms. Er folgte dem Ruf von Krasus und stellte sich der Legion entgegen. Mit dem Adlerspeer besiegte er unzählige Dämonen. Im Kampf waren unerreicht. Suchte Ekoro, ein Tier, das im Kampf gegen zahllose Dämonen verletzt wurde.
Turion Sturmgrimm wartete ungeduldig auf die Ankunft von Huln und seiner Taurenverstärkung. Vom Himmel aus unterstützte sie der Drache Korialstras, auch bekannt als Krasus. Huln Hochbern, ich gewähre euch meinen Segen. Euer Volk wird ewig in meiner Gunst stehen. Wie kann die Natur euch dienlich sein? Huln Hochberg, Echero folgt euch? Dies ist kein gewöhnliches Tier. Er ist einer von Marokkos Erwählten. Ihr seid wahrlich gesegnet. Seid gegrüßt. Möge die Natur euren Pfad leiten. Jarrod erwartete Hulns Ankunft auf dem Schlachtfeld weiter unten. Er hatte eine spezielle Aufgabe für Hochberg, während er seine Truppen organisierte und befehligte. Huln, es tut gut, euch auf diesem Schlachtfeld zu sehen. Seid ihr gewachsen? Dieser Dämon wird den Adlerspeer spüren, Schattensang. Spielt mit euren Wichteln und sie zu Lady Ghost. Schattensang bat Huln um einen letzten Gefallen. Er sollte Tichondrius, den Fürsten der Nachrezin, niederstrecken. Sollte er fallen, dann würde der Angriff auf Ashara scheitern und das Gleichgewicht wiederhergestellt. Ich habe mich auf eure Ankunft gefreut, Champion. Ich wusste, ihr würdet kommen. Dieser Krieg wird von Champions entschieden. Ich werde in einer Hütte auf dem südwestlichen Felsen auf euch warten. Eilt euch. Der Hochberg wird nicht fallen. Hütet euch vor den Tiefen der Erde.
Wir anschließen. Wir müssen jetzt dort draußen nach dem Hammer suchen. Traditionen können warten. Wir sollten wirklich weiter. Ist es weise, um Hank von Edels Last zu machen? Für Huln endete der Krieg der Ahnen nicht am Brunnen der Ewigkeit. Nach dem Sieg über die Legion machte er Jagd auf die Ungeheuer, die entkommen waren. Willkommen im Hort von Neltharion, den die Welt unter einem anderen Namen kennt. Wir heißen Fremdlinge, nur selten willkommen. Haltet Stand, Kriegerhelden! Wir werden meinem Vater recht. Kommen.
Todesschwinge will diesen Titanenhammer also geheim halten. Vielleicht können wir diese Waffe besiegen. Mein Volk hat diesen Goblin-Schrott nicht hergestellt. Wir haben ihn nur am Körper des Wurms befestigt. Keine Waffe von sterblicher Hand durchdringt diese Platten. Dann müssen wir Waffen finden, die nicht von sterblicher Hand sind. Igol, gibt es etwas, das Todesschwinge sorgsam behütete? Etwas, das er euch nicht anvertrauen würde? Ich wüsste da vielleicht etwas. Titanen, wo es wohl hinführen mag? Ein Hammer. Todesschwinge verschlingt jeden, der ihm zu nahe kommt. Zeit verschwendet. Wir müssen die Bestie töten und ein Volk befreien. Der Hammer und Todesschwinge waren beide Werkzeuge der Titanen. Ich kann ihn nicht töten, doch womöglich verbannen. Yeah.
Ich bin überzeugt, ein einzelnes Individuum kann die Welt verändern. Hullen fürchtete also selbst den mächtigsten Gegner nicht? Die Taten von Helden prägen die Geschichte, mein Kind. Das ist es, was euer Vater euch zeigen wollte. Unser Volk braucht einen Anführer wie Hullen. Einen Krieger, dessen Stärke und Mut jedes Hindernis überwinden. Ihr besitzt diese Eigenschaften. Es bleibt eine letzte Vision, die ihr sehen müsst. Ein Geheimnis, das seit Hullens Sieg über Todesschwinger von Oberhäuptling zu Oberhäuptling weitergegeben wird. Diese Eier sind verderbt. Wir sollten sie auf der Stelle zerstören. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Verderbnis zu entfernen. Sie erwachen! Zu schlüpfen! Überlebt. So winzig, mit kleinen schwarzen Hörnern. Ich nenne euch Ebenhorn. Und durch die Güte Hulns gewann seine Familie ihren ältesten Verbündeten. Mich. Was? Wie? Die ganze Zeit über? Thank you.
Wir werden den Hammer und unser Land zurückerobern. Der Hochberg bleibt stark. Grüße! Beobachtet den Himmel. Ich habe genau das Richtige für euch. Seid gegrüßt. Seid vorsichtig. Oh.
Da wir wieder vereint sind, wenden wir uns der Legion zu. Hütet euch vor den Tiefen der Erde. Bevor sie es sich anders überlegen, mir freies Geleit zu gewähren. Ich, Navarok, Anführer der Dunkelsteintruppe, schwöre dem Hochbergstamm meine Treue. Ganz Hochberg steht hinter uns, Champion. Unsere Stämme stehen vereint. Wen hat uns der Wind denn da zugetragen? Ich halte nicht viel von Zeremonien, also bringen wir es hinter uns. Hiermit schwöre ich, Lasan Himmelshorn, Häuptling des Stammes der Himmelshörner, erneut Hochberg die Treue. Gemeinsam stehen wir für den Hochberg! Ihr seid ein gern gesehener Gast, Champion. Ich bin Milo. Ich bin der Oberhäupt. Wenn ihr auf die Würmer stoßt, ruft uns und wir werden euch zu Hilfe eilen.
seid hier ein gern gesehener Gast, Champion. Sprecht lauter. Meine Ohren sind nicht mehr das, was sie einst waren. Ich bin Myla. Ich bin der Oberhäuptling. Ein herrlicher Tag zum Fliegen. Ganz Hochberg steht hinter euch, Champion. Der Himmel ruft nach mir. Der Himmel richte euch. Feigling! Egal wie du bist. Thank you.
Unterkönig darf nicht entkommen. Nicht noch einmal. Wir werden den Hammer und unser Land zurückerobern. Der Hochberg bleibt stark. Kommt bald wieder.
Scheiße. Beobachtet den Himmel. Ein herrlicher Tag zum Fliegen.